Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Prototype 2 mit eurem Real Shadow 77 hier im Armeelager. Ja, es ist schon einige Zeit verstrichen, seit ich Prototype 2 gespielt habe. Gestern habe ich noch ein bisschen selber gespielt in Prototype 2, natürlich nichts von der Story. Halt die Fresse. Natürlich nichts von der Story, sondern ich habe alle Blackboxen gesammelt, die es bisher hier gab. Moment, ich will es euch gleich zeigen. Sammelobjekte. Hier, Blackbox, in diesem Bezirk. Alle, die hier angezeigt sind, sind schon gesammelt. Hier habe ich alle, hier habe ich alle, hier habe ich alle. Das ist eigentlich einfacher, als ich gedacht habe, weil wenn man auf Sammelobjekte geht, wie ich gerade euch gezeigt habe, und dann im jeweiligen Gebiet hinschaut, dann wird ein Radar angezeigt von der jeweiligen Blackbox, wo es sich ungefähr befindet. Also ist schon einfacher, die Blackboxen zu finden, als ich am Anfang gedacht habe. Ging auch recht fix. Ein, zwei Brutstätten von irgendwelchen Zombies habe ich dann noch ausgehoben, aber das war jetzt nichts Besonderes, nichts so atemberaubendes, dass ich jetzt unbedingt ins Video musste. Hab viele Fähigkeiten dadurch erworben. Also eigentlich nur mich verbessert und so. Nichts Besonderes also. Und das haben wir noch nicht gemacht. Aber da kann ich mich erinnern, da habe ich die Person schon eingesaugt. Aber auch nur aus Versehen. Ich bin auch schneller geworden durch weitere Upgrades und so weiter. Also ein bisschen stärker geworden. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Aber sonst ist nichts Großartiges passiert. Also von der Story ist noch nichts. Habe ich noch nichts gemacht. Seit der letzten Aufnahme. Schau, wie weit ich springen kann. Geil. Nur durch Springen. Einmal springen. So, jetzt wollen wir gleich mal schauen, was diese Nebenmission da bringt, was wir da finden können. Nein, bin ich nicht. Zugriff auf Blacknet. Let's go. Ah, McDonald's. Und? Haben einen sicheren Perimeter zum Schutz ihrer gefährlichen Experimente. Ja, gut. Na los. All units at base India 2-1. Prepare to receive 4 armored victors for upgrading. Over. Shit, sending them here. That's a big mistake, brah. Heller finds out about this, he'll try to get in and fuck those tanks up. All units at base India 2-1. Armored victors will be transported to your location. Access to your facility is now restricted to the base commander. Over. Time to find me a base commander. Look, brah. I don't feel good about those victors coming here. Complaint noted. Continue as planned. Over. Whatever. You're the boss, brah. This asshole says brah one more time, I'll break his fucking jaw. Well, might do that anyways. Hella, die geilste Sau überhaupt. Oh nein, die beobachten mich schon wieder. Dreht euch wieder weg. Es gibt andere Sachen zu tun. Ich wette, der wird nur bezahlt dafür, dass er den jetzt hier anschaut. Das ist seine einzige Aufgabe in dieser Armee-Einrichtung. Ja. Der anscheinend auch. Okay, gehen wir rein. Keep your eyes peeled. Heller's coming, I know it. Sneaking through the shadows and shit. Okay, das ist jetzt nicht so das Problem. Oh, DNA. Yo. Gute DNA.
der auch. Gibt's hier noch irgendwo einen DNA-Kerl? Oder war's das? Ich schau mich noch kurz um. Bevor ich alles kaputt mache. Schau ich noch, ob hier irgendwo ein DNA-Kerl ist. Aber scheint nicht so. Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Kannst du nicht sagen, dass ich so viel Aufmerksamkeit erregt habe? Das tut man nicht so. Okay, der steht gerade günstig, mit dem könnte ich die anderen zerstören. Nur weiß ich leider wieder nicht, wie man mit dem Panzer umgeht. Ups. Ganz ruhig. Keine Ahnung, wie man schießt oder wie man fährt. Nein, wie man fährt schon, aber... Der ist schon ein bisschen zerbeult durch meine Aktion. Vielleicht nehme ich doch den. Na komm, steigen wir an. Entführen. Und sehen die das als böse an? Oh, und jetzt steigen die auch in den Panzer ein. Das kann mir ja nur recht sein. Oha. Ich steig mal lieber aus. Dann steig ich aus. Kacke, ich kann nicht aussteigen. Ja, ich muss hier drin bleiben bis zum Schluss. Hallo, ich will aussteigen. Ja, egal, es hat sich wohl erübrigt. Oh oh. So. Ich habe auch ein bisschen kämpfen geübt, aber nur ein bisschen. Ey, lass mich den doch aufsaugen. Ach, gerade noch so. Lups. Base India 2-1, this is Red Crown. How copy? India 2-1, this is Red Crown. Und wieder ist nur hat nur einer überlebt. Und das bin ich. Tja, da ist wohl was schief gelaufen. Na gut, ich gehe raus. Ich tue mal so, als wäre ich einer von denen. Danke sehr. Ja. Ich bin hier schon weg. Und das haben wir jetzt auch geschafft damit. Raubtier. Dann zeig mal an, was wir da so kriegen. So. Ah, wir haben fast eh alles. Also Unterwerfungsprofi ist jetzt nicht so nötig. Dann machen wir mal unverdächtigt. Ist schon okay. Es sind beides jetzt nicht so tolle Fähigkeiten, aber egal. Hä? Protestanten? Dass es die auch in so einer Zone gibt? Krass. Missionskontakt Pater Luis Guerrero. Na gut, gehen wir zu Guerrero zuerst. Würde ich mal sagen. Was wollen die? Was ist denn jetzt auf einmal? Ich renne da vorbei und schon lassen alle ihre Schilder fallen. Na gut, scheiß drauf. Ja.
Ja, eine Rednet-Herausforderung habe ich abgeschlossen, geil. Übrigens, ich bin gerade mit Rednet verbunden, also ich bin online und kann da, daher auch Rednet-Herausforderungen abschließen. Wenn ich weiß, was Rednet ist, googeln. Nein, es ist ein Zusatzinhalt von Prototype 2. Egal, ich will es jetzt auch nicht erklären. Es sind nur ein paar zusätzliche Herausforderungen, durch die man noch Mutationen und Belohnungen bekommen kann. Aber ist ja jetzt derweil auch egal. You there, Father? James, I was just about to call you. You won't believe it, but Blackwatch is about to release a cure called White Light. A Commander Gallagher is in charge. I'll check it out. Thanks, Father. Huh? Thanks goes to you, James. You reminded me of what humanity can do. Yeah, all the things we can do. Als ob wir so ein, als ob wir so ein Human wären, so was wir so machen, ne? Warte, seine Blackwatch will ein Heilmittel gegen das Mercer-Virus freisetzen, ist klar. Commander Gallagher, this is Red Crown. Infected forces have control of the bridges leading to the Red Zone. Interrogative, is the white light ready to deploy? Over. Roger that, Red Crown. We have white light canisters on the ready. We'll clear the way. Over. Still got a bad feeling about this white light. Ja, ne? Ah, das kommt von hinten. All units, this is Red Crown. White light deployment is in effect. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Verdammt! Kommt. Das kriegen wir noch hin. Wir sind gleich da. Hier scheint es zu sein. Ja, genau. Ich wollte mir doch nur anschleichen. Ah, ich sehe ihn. We got a zombie problem. Na. Voodoo, you voodoo, bitch. Ja, ja, den Song kenne ich auch. So. Ich bin zu spät zur Arbeit. Red Crown, this is Commander Gallagher. White light has been deployed at grid 07. Testing for trace release now. Copy, Gallagher. Complete. Ach, weißt du was? Ist mir egal. Hier, absorbieren. Wuss? 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 You should know better than try shit like that on family. Alter, schon wieder so einer. Nein, böse. Bleib da. Red Crown, this is Cottonmouth 2-1. Wen habe ich da jetzt erwischt? Ja, man hat, wir wissen ja schon, dass da. Ja, komm, renn einfach weg. Wir wissen ja, dass die Blackwatch und Gentech infiltriert wurden von diesen Infizierten. Das hat Alex Mercer ja auch gesagt. Jetzt bleib stehen! Oh, wie ich das hasse, ne? Ich hoffe, das wird nicht so weitergehen. Dass wir jetzt ständig irgendwelche Infizierten jagen müssen, weil der scheint schnell zu sein, der Kerl. Oder will er sich jetzt will sich uns stellen. Oder nicht? Ach echt? Was machst du da? Ich bin besser als die Menschen, schön, aber was, what do you making there? Good English. Alex Mercer does not tolerate disobedience. And neither do I. Ah ja, schön. So let's put you down, shall we? Springen Sie auf den Helikopter. So what are you gonna do now? Stop! What are you doing? Hast du doch gerade gesehen. Aber das war jetzt wirklich einfach. Übertreib mal.
Ich will auch solche Klingen haben. Auf dem Cover von dem Spiel sieht man Heller ja auch mit solchen Klingen. Ich will sie haben. I'll carve that bravado out of your hide, Heller. Alter. Ah, okay, ich sollte mir ausweichen. You know, if you crawled on your knees, if you begged, Mercer may forgive you. Ja, genau. Arrgh, das gibt's doch nicht, diese Viecher sind ja stark. This is your last chance. Mercer may still forgive you. Scheiß auf Mercer. Yes, Scrappy. I'll give you that. Oha, das habe ich letztens nicht gemacht bei Dr. König. Das sind echte Herausforderungen, diese Gegner. Are you even trying? You have no idea what you're in the middle of. Werde ich aber gleich haben, oder? Wenn ich dich aufsauge, dann weiß ich ja. So you're saying the white light can mutate? No, no, it's highly mutable. It doesn't change on its own, but we can change it. Alright. Alright. Into what? You're not getting what I'm saying. It doesn't change into other things, but it can take on additional properties. Do things in addition to what it was designed to. So you're saying we can give it what? New side effects? Sure. Yes. That's exactly what I'm saying. Aha. Was ist jetzt White Light genau? Das habe ich nicht ganz mitbekommen, aber ich habe jetzt auch nicht genau auf die Story aufgepasst. Oha. Ja, Klingen. Endlich. Krass, geil. Darf ich sie gleich ausprobieren? Super. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, halten. Ja, ist klar. Now that's a motherfucking gratuitous violence right there. So, was haben wir hier? Klingen. Ja, Clown können wir mal beiseite lassen. Jetzt machen wir ein bisschen Kling-Action. Boah, ist das geil. So, ich hau trotzdem ab. Mission abgeschlossen. Das weiße Licht. Krass. Father, that commander from the White Light program. Turns out he was one of Mercer's evolved. Evolved? What would they want with the cure for the virus? No clue. The one thing that can take down the infected and Mercer's protecting it doesn't make sense. Gotta figure this shit out before it's too late. Das würde ich aber dir auch empfehlen. Das ist eigenartig. Oh, und eine neue Nebenmission, ist ja geil. Geil. Na gut, schauen wir uns die gleich an. Würde ich sagen. Und runter und. Oh. Hä? Was ist jetzt los? Oha. Was geht denn hier ab? Oh Mann. Krieg! Nee, ich will den da. Alter, nein, falsch. Ja, ich glaube, habe ich ihn noch verraten? Nein. Ah, jetzt hast du ihn umgebracht. Das gibt's doch wohl nicht. Na gut, wollen wir gleich mal meine Klingen ausprobieren. Dafür, dass du ihn umgebracht hast, bist du Büßenausloh. Ja, jetzt wimmern wir wie eine kleine Pussy, hä?
mir egal, ob da jetzt ein Einsatzteam ist. Ich mach die fertig. Ja, toll. An den komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Ja, was war denn das? Habe ich einfach den verloren? Das kann es doch nicht sein. Ah, und hier ist so ein Brutnest. Das habe ich schon ausgehoben. Ja, aber was war denn das jetzt? Das war eine Person, die man brauchte, um irgendwo reinzukommen. Ja, scheiße, jetzt ist die tot. Naja, was kann man machen? Egal, gehen wir zur Nebenmission. Solange ich überlebt habe, ist ja alles okay, ne? Solange das jetzt nicht die Hauptmission, also die Nebenmission hier beeinträchtigt. Vielleicht war das auch der, den wir jetzt einsaugen sollten. Weiß ich ja nicht. Aber ich habe ihn halt nicht früh genug bekommen. Gut, schauen wir uns mal an, was da so los ist. Dr. Ben Mangum, Gentech scientist and captain of the Gentech bowling team. Fucking congratulations. Na gut, es war dann doch nicht der, der da gerade gestorben ist. Aber irgendeiner war das, dessen DNA wir brauchen. Da können wir nichts machen. Aber wir sind in der Nähe, glaube ich. Jo. So, und dich kriegen wir auch gleich. Has anyone given any thought to what these creatures eat? Ben, they eat people. No, that's just my point. These viral mutates used to be humans, correct? And humans are omnivores. We require the four basic food groups to survive. Yet the virus creatures are living on a completely carnivorous diet. How? I mean, what does the virus do that changes such a basic attribute? You might be overthinking this a bit. Aha. Sind wir jetzt in einem Gemüseprogramm für Viren gelandet oder was? Ich weiß ja nicht. Die Blackwatch und Gentech fangen infizierte Exemplare für weitere Biowaffentests. Ja, ist klar. Yo, offensiv, geil. Oh, okay, wohin? Sounds like soldier talk for watching a monster kill a shit ton of people. I should get over there. Okay, aber das machen wir erst im nächsten Part. Das war's mal wieder mit einem Part von Let's Play Prototype 2. Ich bin euer Wheelshider 77, habt noch einen schönen Tag, bis dann und ciao.